Von draus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Damit herzlich willkommen zu Campus TV vom weihnachtlichen Mittelpunkt der Stadt, dem Weihnachtsmarkt. Hier duftet es wirklich ganz fantastisch nach Glühwein, nach vielen leckeren Köstlichkeiten. Und auf dem Weihnachtsmarkt gibt es auch jede Menge Geschenke fürs Fest zu kaufen. Wir gucken gleich mal, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Vorher diese Themen. Abgewickelt. Ohne Kind leichter durchs Studium. Vorgesungen. Weihnachtslieder mit Nils. Nachgebacken. Internationale Weihnachtsleckereien. Vorgeführt. Die Video-Expo 2009. Und eingezogen. Campus Tower neu bewohnt. Jahrelang war er der Schandfleck des Universitätscampus. Dreckig und grau ragte er in den Himmel und sah so gar nicht gemütlich aus. Aber bis zum Schluss wohnten Studenten drin. Auch jetzt wohnen wieder Studierende im Campus Tower, aber es hat sich doch einiges getan. I don't want to set the world on fire. Neue Eröffnung des Campus Towers. Pünktlich zum Semesterstart wurde die fertige Sanierung des alten Wohnheims ordentlich gefeiert. Das komplett privat finanzierte Projekt hat ganze 300.000 Arbeitsstunden verschlungen und rund 7 Millionen Euro gekostet. Vor allem dank der Bemühungen von Dr. Karl Gerhold und seiner Frau konnte der Bau realisiert werden. Ich denke mal, keine Baustelle geht ohne Komplikationen ab, aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, kann man mit dem Gesamtergebnis zufrieden sein. Wir sind es zumindest. Ich hoffe natürlich letzten Endes auch die Mieter, die das Gebäude auch nutzen sollen. Für die Universität, denke ich mal, ist auch das äußere Erscheinungsbild jetzt ganz ansprechend. Ganze 36 Nationen finden hier nun ein neues Zuhause. Die 241 Wohnheimplätze sind bereits voll vermietet. Die hochmoderne Klingelanlage ist dabei nicht die einzige Veränderung, über die sich die Studenten freuen können. Sirene, baue schöne Boxentürme, besser massieren eure Seele. Ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene. Hey, alles glänzt, so schön neu. Hey, wenn's dir nicht gefällt, mach neu. Die Welt mit Staub bedeckt. Die Unterschiede zu früher sind unverkennbar. Aber reicht das aus, um auch die anspruchsvollsten Studenten zufriedenzustellen? Wir haben einmal nachgefragt, wie es den neuen Mietern so gefällt. Ich sag mal, es geht so. Aha, warum? Ja, weil die Waschmaschinen, also da funktioniert die Trockner noch nicht. Gefällt mir sehr gut hier. Ich habe vorher auch schon in Magdeburg gewohnt, habe vorher mitten im Stadtfeld gewohnt und wollte dann einfach näher ranziehen und kann nur positiv davon reden. Das sieht alles sehr eintönig aus, aber ansonsten schick eigentlich. Ob die Bewohner solche Mängel sehen würden, wenn sie den alten Zustand gekannt hätten? Trockner und Waschmaschinen funktionieren inzwischen. Und auch für andere Probleme haben die Vermieter ein Ohr. Also wir haben immer Dienstags und Donnerstag eine Mietersprechstunde. Da ist es natürlich so, dass Mieter kommen, natürlich hauptsächlich mit Problemen, die also kleinere und größere Probleme haben. Wir versuchen, die schnell abzulösen oder abzustellen. Aber ansonsten, sage ich mal, größere Schwierigkeiten sind uns jetzt nicht bekannt. Ich hoffe natürlich, dass die Mieter groß und ganzen auch zufrieden und in ihrer Wohnung auch ein schönes Wohngefühl haben. Auch ein Concierge und eine Sitzecke in der Lobby werden bald das Wohnvergnügen abrunden. Natürlich kehrt auch die Unitheke in den Campus Tower zurück. Damit ist das Ziel dann endlich erreicht. Der Turm am Uniplatz ist wieder ein Treffpunkt und ein schönes Heim für Studenten geworden. So eine Karussellfahrt ist doch auch ein tolles Geschenk für Kinder. Zugegeben, kein großes, aber ein kleines eben zum Beispiel für Nikolaus. Es geht immer rund im Kreis, es glitzert und glänzt und schöne Musik spielt auch. Das sind dann die entspannten Seiten des Lebens mit Kind. Es geht aber auch stressig, zum Beispiel wenn man studiert mit Kind an unserer Universität. Wie sind da die Bedingungen? Und wie im Vergleich dazu die an der FH? Für Partys habe ich leider keine Zeit. Ist eine Aussage, die bei kaum einem Studenten so oft vorkommt, wie bei den Müttern und Vätern unserer Uni.
Probleme habe ich vor allen Dingen in der Wahl meiner Kurse, da viele Kurse abends stattfinden oder sagen wir zwischen 15 und 19 Uhr. Diese Kurse sind nicht unbedingt Wahl, sondern auch Pflicht. Das heißt, ich muss daran teilnehmen und sehe mein Kind eben nicht. Ein Nachteil ist auch noch, dass manche Dozenten denken oder nicht an Mütter oder Väter mit Kindern denken. Das heißt, man darf zweimal im Seminar fehlen. Wer öfter fehlt, was oft vorkommt, weil die Kinder, wenn sie klein sind, viel krank sind, fliegt aus dem Seminar raus. Die Probleme sind auffallend und bis jetzt sind an unserer Uni nur Ansätze zu erkennen, wozu Wickelräume, ein Essensplatz und ein Kindermenü in der Mensa gehören, sowie das Engagieren der fachkundigen Familienbeauftragten Frau Lorin Leske. Wir mussten uns jetzt sozusagen einer neuen Bestandsaufnahme stellen. Probleme gibt es ganz massiv für Studierende mit Kind im Bereich der Kinderbetreuung außerhalb der regelmäßigen Kita-Öffnungszeiten in der Stadt, weil Vorlesungen, Veranstaltungen, Tagungen und Praktika auch außerhalb dieser Zeiten liegen. An der Uni gibt es, obwohl es seit mehreren Jahren gewollt ist, noch keine Kinderbetreuungsmöglichkeit. An der Hochschule Magdeburg-Stendal ist man schon weiter als an der Universität. Es gibt eine Einrichtung, die liebevoll Kitzi genannt wird, zu der Mütter und Väter für einige Stunden ihre Kinder bringen, um in Ruhe studieren zu können. Die Kinderbetreuung wird folgendermaßen organisiert, dass Studierende im Projekt Kitzi dran teilnehmen, sich eingeschrieben haben und Eltern, die eine Betreuung wünschen für eine bestimmte Zeit, sich an das Kitzi wenden können. Die Studierenden sind im Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen. Das ist auch die Voraussetzung, um an diesem Projekt teilzunehmen. Und auch die Rückmeldungen der Eltern sind in der Regel sehr positiv. Bei ca. 3% Studierenden mit Kind würde sich ein solches Projekt auch an unserer Universität lohnen. Das ist an der Uni nicht so zu integrieren ist in die Studiengänge, dass man sagt, die Studierenden können im Rahmen einer Kinderbetreuungseinrichtung ihren Praktikumsnachweis erlangen. Und damit hätten wir natürlich auch eine Betreuungseinrichtung. Im Reauditierungsworkshop am 8. Dezember wird zu diesem Thema Stellung bezogen und es können im Anschluss Fragen gestellt werden, die euch noch auf dem Herzen liegen. Denn das Thema Studieren mit Kind wird uns sicherlich noch weiter begleiten. Selbst wenn konkrete Lösungen gefunden werden, steht deren Umsetzung noch auf einem ganz anderen Blatt.